Willkommen, Freunde, zu Layers of Fear. Viele haben sich ja schon gefragt, wann spielt dieser Horst Holly endlich wieder ein Horrorspielchen? Und das sollte eure Frage jetzt beantworten. Dieses Spielchen kam raus, es wird sehr gehypt, es soll sehr gut sein, es soll irgendwie sowas wie Amnesia sein, wie Cry of Fear, wie PT, weiß das Silent Hill, diese Mod da, die nicht mehr existiert? Kennst du? Gut. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet, und wir starten jetzt direkt ein neues Spiel nach diesem Jumpcut. Anders kann ich die Maus leider nicht bewegen, nur mit Jumpcuts. New Game. Es geht hier irgendwie um Gemälde und sowas. Ich bin gespannt. Oh God. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and my hands. Cut so many times on broken bottles, each night drowning in a cold sweat. But there is a way. A way to bring back what life took from me, the only precious thing. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Jedes Bild, was mit Liebe gemalt wurde, oder sagen wir es mal in der heutigen Zeit, jedes Bild, das du mit Instagram gemacht hast und mit Liebe gemacht hast, das gehört dir und nicht Instagram. Ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden. Das ist aber ziemlich gruselig hier. Ich muss sagen, das Spiel sieht wirklich unglaublich gut aus. Ich habe mir schon reingeguckt und das Erste, was ich gesehen habe, ist dieser pinkelnde kleine Fratz. Man sieht sogar seinen Schniedel. Außerdem wird er entführt von so einem riesigen... Was ist das? Eine Kreatur. Ein Vogel. Okay, kann ich das hier schließen? Hier sind wir reingekommen. Alles klar. Let's go. Das hat dasselbe Prinzip wie in Amnesia. Einfach hier, zack. Da, guck mal, eine Ratte. Da war eine Ratte. Man kann so ranzoomen hier ein bisschen. Was ich auch ziemlich cool finde. Das hat einen cinematischen Style, weißt du? Und hier ist ein Halsband. Long-tailed Mulligan. Ich hab's. Popel. Nee, steht da Popel? Ich kann's nicht lesen. Wann konnte ich überhaupt lesen? Oh. Blut. Hier können wir uns umschauen und, ich warte nur noch auf den Moment, wo wir so eine kleine Laterne bekommen. Und dann fühle ich mich wieder zu Hause. Bei Amnesia. Könnt ihr ein bisschen rumspielen? So. Paprika, Zucker, noch mehr Zucker. Ach, schön. Was wird hier abgewogen? Ach so, das sah aus wie so ein grünes Monster, aber es ist nur eine Gurke. Oh, guck mal hier. Point Red Green. Was ist das für eine Sauklau? Ich kann das überhaupt nicht lesen. Ist fresher. Ist wahrscheinlich irgendein Rezept, oder? Ich würde sagen, das ist irgendein Rezept. Es gewittert draußen. Wir distanzieren uns ein bisschen von dieser Tür. Die hat ein Eigenleben, alles klar. Oh, ist das hier runtergefallen? Okay, das Bad ist auch wunderschön. Below knee, poor prosthesis. Alles klar. Alles klar, alles klar. Kann ich die Sachen nicht mitnehmen? Kann ich das... Oh, ich kann sogar Wasser anmachen. Sag mir jetzt nicht, ich kann sogar spülen. Dann flippe ich aber aus. Ah, oh, es spült. Habt ihr es gesehen? Und den Klodeckel können wir auch zumachen. Hey! Das ist, hat schon mehr Punkte als Amnesia. Was ist das hier? I didn't touch the workshop. Just like you asked. Also, I can't imagine the mess that's inside. Hey. Okay, lassen wir es zu. Gehen wir direkt in den Keller? Mein Gott, das sieht ja direkt echt aus wie Amnesia, oder? Haben wir eine Taschenlampe? Auch nicht. Hallo, ist ja jemand? Irgendjemand? Nein, ich schreite ganz allein durch dieses Haus. Keiner weiß warum. Ich bin ein einsamer Wanderer. Und warte nur darauf. Aha, okay, eine Brille. Interessant. Und warte nur darauf, bis ich nicht mehr alleine bin. Aber ich hoffe, das dauert noch ein wenig. Kann ich das hier mitnehmen? Hüpfen kann ich auch nicht. Das nervt mich.
Wow! Das sah gruselig aus. Ich dachte, da guckt mich gerade irgendetwas an. Warum sind hier so viele Puppen? Ich meine, okay, da guckt mich etwas an, aber ich dachte, etwas Lebendiges. Aber wer sagt, dass Bilder nicht leben können? Was, wenn du etwas malst? Etwas, was leben kann? Lebt es dann vielleicht schon? Vielleicht hat Gott uns gemalt und wir leben jetzt und der denkt sich nur Scheiße. Ich wollte nur das Bild ausmalen. Jetzt habe ich Leben geschaffen. Hm? Okay, lass uns mal raus hier aus dem Keller. Ging gerade die Kerze an? Oh. Oh, leck mich fett. Natürlich... Natürlich finde ich den Lichtschalter erst, wenn wir zurück sind. Kann ich das hier mitnehmen? Nein. Wo ist das hier? Okay, ich dachte, da hat jemand Monster gezeichnet. Ah, okay. Hallo? Ich weiß jetzt nicht, ob man hier irgendwie Sachen mitnehmen kann. Und man ein Inventar hat. Auf I, auf Tabulator leider nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Und hier sind wir oben. So viele Gemälde, Mann. Oh, was zum Teufel? Was zum Teufel? Der sieht am gruseligsten aus. Und was ist das da? Irgendwelche Männchen, die komische Posen machen. Naja. Ach du grüne Neune. Hallo? Wer randaliert hier so? Zeig dich sofort, Mann. Was haben wir hier? My dear friend, let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? Leute, ihr könnt es euch durchlesen. Ich mache euch einfach einen kleinen sexy Face, einen kleinen sexy Blick und ihr könnt das Spiel pausieren. Ich hoffe, ihr habt es gut pausiert, weil sonst sieht es ja lächerlich aus. Okay. Das haben wir schon gelesen. Das hier kann ich... Ein Schlüssel. Jackpot. Weg damit. Okay. Lampe an. Ich mag das Geräusch von Sachen, die angehen hier in diesem Spiel. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wo waren die verschlossenen Türen? Ah, Lichtschalter. Okay, ich sollte mir angewöhnen, auf jeden Fall, also angewöhnen, Lichtschalter zu finden. Aha. Kann ich das nicht mitnehmen? Okay. Hm? Das... Ja, das ist schon ziemlich... Alt. Oh, ich liebe das Stück. Galactus Grand Opening in Flames. Oh, das ist aber nicht sehr gut. Verdammt nochmal, da ist was in Flammen aufgegangen. Hier fehlt aber ein Stück. Jemand verschleiert etwas. Ein Ring. Aha. Mir gefällt dieses Lied. Ich stehe voll auf so ein altes Zeug, Mann. Ich hätte gern ein Megafon. Nein, das ist kein Megafon. Ein Saxophon. Nein, ein Megatron. Nein, was ist das? Ein... übergroßer MP3-Player. Verdammt. Hab's vergessen. Ich lass das jetzt an. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Got a rat problem, color snow on... Oh, das ist effizient. Ein Rattenproblem. Okay, okay, gut. Langsam reicht's mit der Musik. Langsam reicht's. Danke, danke. Ah! Mach es aus! Okay, Google. Musik aus. Oh, verdammt, wie geht das? Er ist verschlossen, aber ich habe einen Schlüssel. Ah, verdammt, lass uns mal weg, 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 weg. Ich glaube, wir müssen runter. Ich glaube, unten vielleicht diese verschlossene Tür da hinten. Das sieht ja cool aus hier. Gar nicht gesehen. Warte mal, was, wie? Oh, du willst spielen, was? Ich muss aber gerade erwachsene Dinge tun, wie zum Beispiel Geister jagen und sowas, weißt du. Hallo? Jeremy? Jeremy, bist du's? Ah, ein Zinnsoldat. So heißen die doch, oder? Oh, ein kleines süßes Bild. Das ist wahrscheinlich er. Hier hat er seinen Dad gezeichnet und hier ist sein unsichtbarer Freund. Das ist immer gruselig, wenn Kinder aufkommen, also zu dir kommen und dann dir ein Bild zeigen und sagen, guck mal hier, Mama, das bin ich mit meinem Freund. Und da war aber niemand. Versteht ihr? Okay, hier ist noch ein Gemälde. Ist das ein süßer Hund? Ist das ein süßer Hund, Mann? Ey, das Spiel ist auf jeden Fall ganz gut. Okay, da komme ich nicht rein. Das heißt, der Schlüssel muss irgendwie nach unten. Let's go. Oh, kann ich das hier mitnehmen? Mir kommt so vor, als hätte sich hier irgendwie alles verändert, Mann. Aha! Da kommt dann so ein Schlüsselsymbol. Oh, hier wurden die
Bilder gemalt? Oh, da ist wieder der Junge. Da ist gar kein Gemälde. Get it right this time. Mach es richtig dieses Mal. Was? Soll ich jetzt malen oder was? Ich kann nur nach Zahlen malen. Ach du Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir... Das ist alles verschlossen, okay. Kann man sich irgendwo verstecken oder was? Ah, guck mal hier. Ja, das... Super! Das ist ein Haufen... Voll Pinsel! Wow, Spiel! Habe ich ganz kurz meine Stimme verloren. Vor Aufregung. Okay, ist hier etwas drin, was ich haben kann? Sieht ja nicht danach aus. Dieser Ort sah eben noch vollkommen anders aus. Oh, scheiße. Okay, wir kriegen eine zweite Chance, oder was? Jetzt sind wir wahrscheinlich in der Vergangenheit, ja. Und. Wir bewegen uns gar nicht, sondern wir malen die ganze Zeit Bilder. Just out of reach. Es hat eh gezogen, danke. Genau, Lichtschalter. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Oh Gott, ist das gut. Das gefällt mir endlich mal wieder Angst haben hier. Kann ich das aufmachen? Just out of reach. Die Flucht, weißt du? Also die Freiheit. Ach du Scheiße, Mann. Ich hoffe, das wurde nicht mit Liebe gemalt. Aha. Das ist ja krass. Das ist echt gut gemacht, Mann. Was steht hier? Going in circles. Das ist so, wir rennen im Kreis, oder was? Erstmal Licht anmachen. Verschlossen. Im Kreis gehen. Warte mal. Jetzt hat sich hier dieser Raum wahrscheinlich auch verändert, oder? Nein, er geht nicht mal mehr auf. Hört auf, mich so anzustarren, verdammt. Ich spüre euch. Was ist denn hier los? Jetzt geht's auf, nachdem wir die Tür da hinten überprüft haben. Ich dreh durch. Acht, fünf. Acht, fünf. Vier, acht, fünf. Vier, acht, fünf, okay. Wie ist das denn jetzt passiert? Ach so, 4, dann die 8 und die 5. Erfolgserlebnis, the past holds back, look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Oh, war das romantisch, verdammt nochmal. Der hat gerade gesagt, hey, es ärgert mich, dass mein schönstes Gemälde nicht meinen Namen trägt. Also, willst du mich heiraten? Oh. Weiter geht's. Never forget. Niemals vergessen, alles klar? Hallöchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das da ist kein Gemälde. La la la. La la la. Ah, la la. Oh! Oh! Au! Oh! Aus! Au! Schnell beende den Part! Die Schmerzen! Ah!